Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Heute spielen wir Go-Kart Manager. Was auch immer. Wir machen einfach New Game. McLaren. Interessant. Was gibt's denn bei Deutsch? Will I Arms. Okay. Very sooner. Okay. Jack Stewart. Force China. Okay, wir nehmen einfach mal die Deutschen. Also zumindest das Team Deutsch, ne? Starting Money. Achso, die haben unterschiedliche Sachen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Car Performance. Okay. Deutsch ist einfach schlechter hier. Der ist schon besser. Der ist ganz mies. Der ist nicht schlecht, der Spanier. Ja, wir machen es aber nicht so einfach. Wir nehmen einfach mal die Deutschen und wir spielen damit. Das deutsche Team. Ja, hier, Go Racing, was auch immer wir machen müssen. Ach, die fahren ganz von alleine. Wir müssen einfach nur managen, das Team. Ah, das ist ein... Ja, stimmt, steht da, heißt ja auch Go-Kart Manager, ne? Wir können also jetzt gar nichts machen, außer zuzugucken. This guy ist was auch immer. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind Letzter. Okay, was können wir dann machen? Wenn ich hier auf Boost drücke. Ah, dann kann ich das doch ein bisschen beeinflussen, wenigstens. Aber nicht viel. Wo ist er denn? Da oben. Hätte ich das mal vorgewusst, hätte ich gleich auf den Boost drücken können. Ja, jetzt hat er... Oh. Ja. Wir versuchen unser Glück hier. Komm, boost doch mal noch ein bisschen. Ja, wir sind absolut Letzter. Wir können das ja. Was können wir denn machen? Balanced. High Max Speed. Exit. Okay, was auch immer wir jetzt gemacht haben. Wir sind Letzter, okay. Dann gehen wir mal ins nächste Rennen, würde ich sagen. Und ich würde da direkt auf Boost drücken. Können wir boosten, Boost, Boost, Boost. Kann, geht da nicht. Max High Speed. Ich glaube, auf High Speed kommen wir hier nicht. Wir machen hier ein bisschen Fast Corner. Und jetzt drücken wir auf Boost. Kann das kommen? Boost, Boost geht nicht. Go, go, go ist die neue Order. Genau. Okay. Ich bin immer auch Letzter und ich kann nichts machen. Also wir haben jetzt hier auf Fast Corner gestellt. Ich kann auch ein bisschen mehr um die Ecken schneller rum, weil es ist ja eine sehr kurvenreiche Strecke. Vielleicht kann man da irgendwas kriegen. Und jetzt hier um die Kurven rum, da hat er den noch. Ja, kriegt den noch fast eingeholt. Guckt euch an. Ich würde sagen, wir machen hier direkt, nachdem er aus den Kurven rauskommt. Jetzt hat er ihn. Ja, er hat ihn geschafft, endlich. Wir sind nicht mehr Letzter. Jetzt stehen wir ganz schnell auf Max High Speed um. Also, ach, schade. Okay, wir haben schon mal eine Position verbessert. Ja, hier die ganzen Nachrichten. Was kann man hier jetzt einstellen? Kann man irgendwie das Auto verbessern oder sowas? Weil so gewinnen wir ja gar nichts, ne? Kann man überhaupt irgendwas machen? R&D, Fire Research, Energy, okay, was? Ah ja. Wir brauchen mehr Ingenieure, so. Den Preis erhöhen wir mal vor Rennen und jetzt machen wir hier. Ich habe keine Ahnung, was wir hier einstellen können. Wir machen mal hier so und jetzt machen wir einfach. Was können wir am Auto verbessern? Nitro Boost. Negative except Purchase. Ich brauche hier 5 Micro. Ja, für den nächsten Rennen brauche ich auf jeden Fall Nitro. So, jetzt drücken wir direkt am Anfang mal da drauf. So, machen hier auf ein bisschen mehr auf Fast Corner, würde ich sagen. Und drücken jetzt hier den. Versuchen den gerade irgendwie erst mit einem Nitro Boost zu reißen. Sind wir schon wieder Letzter. Okay, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr auf Fast Speed gehen hier. Das ist ja so eine ziemlich ausgeglichene Strecke. Das gibt's doch nicht. Wir sind weit abgeschlagen. Machen wir noch mehr High Speed, mal gucken, was dann passiert. Unser Boost will auch nicht, ja, oder verliert man sehr viel Zeit um die Kurven, wie man sieht, wenn man mit High Speed rumfährt. Gleich machen wir es mal ein bisschen aus, so. Ich weiß nicht, ich verstehe dieses Spiel noch nicht so ganz. Ja, wir schaffen es nicht irgendwie. Wir sind mal wieder Letzter geworden.
Okay. Brauchen mehr Boost. Chassis Performance. So, Go Racing. Und jetzt Boost, drück ihn. Drück den Boost. Ja. Drück den Boost. Wir schaffen es jetzt nach vorne zu kommen. Ich habe das im Gefühl, dass wir es schaffen. Was sind wir? Sechster oder Fünfter oder sowas? Kann man es irgendwo sehen eigentlich? So, jetzt müssen wir hoffen, dass er jetzt noch gut weiter durchhält. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mehr auf Fast Corner, weil es sind ja doch. Oh, wir verlieren die Plätze gleich wieder. Wir verlieren die Plätze gleich wieder, oder? Oh, können wir. Da haben wir den. Boah. Auf der Geraden holen die natürlich wieder auf. Verdammt, wir müssen auf der Geraden dann ganz schnell umschalten. Wieso gleich sind wir wieder Letzter? Ja, jetzt sind wir wieder Letzter. Jetzt ganz schnell umschalten, damit wir das Highspeed irgendwie mitkriegen hier und. Ich mache jetzt mal auf Highspeed. Ich gucke mal, ob das hier auf dieser Strecke vielleicht besser ist. Weil schließlich kann man hier rechts ganz geradeaus durchfahren und hier kann man auch geradeaus durchfahren, so wie ich das gesehen habe. Aber wir sind schon wieder Letzter. Wir sind schon wieder Letzter. Also nochmal, wir brauchen hier alle. Wir brauchen das Chassis wieder ganz. Oh ja. Ich denke mal, auf Fast Corner wird, glaube ich, hier besser sein. Jetzt haben wir mal einen Boost raus. Geht das? Ja, das ist schön abgedrängt. Sehr gut. Oh, da sind wir hängen geblieben. Das war nicht so gut. Müssen wir jetzt dranbleiben. Da, Grip Level feel gut. Okay, das ist schön, wenn der Grip Level viel gut fühlt. Das ist, ach, unser Rennfahrer redet mit uns. Okay. Losing Grip. New Order. Go, go, go. Ja, wir bleiben zumindest, sind wir nicht letzt. Oh, da. Ganz schlecht diese Kurve. Aber die beiden da hinten haben wir geschlagen, ne? Ich würde sagen, jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Und zumindest sind wir dann nicht letzter. Hey, wir werden besser. Oh, komm, den gelben kriegen wir. Oh, den hätten wir fast noch gekriegt. Hat er uns abgedrängt und wir haben viel zu viel verloren. Das ist natürlich schade. Und dann dürfte das Rennen jetzt auch gleich schon wieder gelaufen sein. Oh, der Rosa, der kommt nochmal gefährlich nah. Oder lila, ne? Was auch immer. Oh, es ist noch eine Runde. Oh, verdammt. Oh, da oben ist einer ausgefallen. Interessant. Sowas kann also auch passieren. So, und jetzt sind wir immer noch nicht fertig. Okay, was kann man hier noch einstellen? Mal zwei, was auch immer. Ja, ich würde einfach jetzt mal sagen, Managerspiele sind nicht so mein Fall. Zumindest das nicht. Die Musik ist abwechslungsreich, das auf jeden Fall. Ich gebe für die Musik, ich will das ja objektiv begutachten, auch wenn das nicht mein Spiel ist, aber für die Musik gebe ich mal 4 Punkte. Für die Geräusche, ja, man hört Renngeräusche und das war's auch, glaube ich, schon, ne? Also Geräusche sind ein bisschen Mangelware, ich gebe nur 2 Punkte. Aussehen, ja, ist halt für einen Manager kann man da noch viel auf dieser Karte erkennen. Menüs sind ganz übersichtlich gehalten eigentlich. Kann man jetzt hier nicht draufklicken, doch. Okay. Kann man die Straße kann man nicht anklicken, man kann hier. Aber ja, also das sind übersichtliche Menüs. Was will man von einem Manager-Spiel auch mehr erwarten? Und das Rennen an sich sieht ja auch ganz lustig aus hier. Also es ist. Naja, doch schon ein bisschen billig, ne? Ich würde sagen 3 Punkte. Idee und Umsetzung, ja. Also ein Manager-Spiel für ein Rennspiel habe ich noch so noch nicht gesehen. Von daher gibt es für die Idee schon mal einen Pluspunkt. Umsetzung, ja. Man versteht nicht genau, wie man jetzt diesen Kerl an den Sieg bringen soll. Also ich verstehe es nicht, aber ich bin ja auch nicht so der Rennspiel-Freak. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung. Daher würde ich sagen, super Idee, Umsetzung vielleicht nicht ganz gelungen, deswegen 3 Punkte. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es bitte in die Kommentare. Ne? Ihr könnt ja auch anderer Meinung sein als ich. Ja, Spielspaß. Mir machen Rennspiele an sich schon keinen Spaß und das hier, ich wollte es mal testen. Da ich aber hier, es fehlt, dass man irgendwie was schafft und deswegen ist es nichts für mich. Also für mich ist es kein Spielspaß. Vielleicht findet ihr das anderes, deswegen gibt es da nur 2 Punkte für mich, von mir. Heißt also zusammen 4 für Musik, 2 für Geräusche, 3 für Aussehen, 3 für Idee und Umsetzung und 2 für Spielspaß. Macht 14 Punkte, immerhin noch. Wenn wir das durch 5 teilen, dann kommen wir auf 2,8. Heißt 3 Sterne für dieses Spiel. Ich denke, damit kann das Spiel auch durchaus leben. Meine persönliche Wertung sieht ein bisschen anders aus, wenn ich jetzt nicht objektiv bewerten würde, sondern sagen würde, für mich, dann würde ich dem Spiel einfach weniger geben, weil es ist einfach nichts für mich. Bei 3 Punkten, 3 Sterne wäre ein Spiel für mich, das kann man nochmal spielen, aber ich sehe hier kein, für mich keinen Spaß und deswegen
Ja. Ne? Ja, dann bis zum nächsten Reingeschaut. Tschüss.